Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin Sport- und Ernährungstherapeut und heute schauen wir uns mal ein kleines Mini-Trainingsprogramm für Bluthochdruck an. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Bluthochdruck, was hat das mit Schmerzen zu tun? Tatsächlich natürlich erstmal nichts, aber als Sporttherapeut habe ich natürlich auch mit Menschen zu tun, die Bluthochdruck haben und ernährungstechnisch kommen da auch immer wieder Patienten zu mir und wollen etwas gegen ihren Bluthochdruck mit ihrer Ernährung verändern. Das ist ja auch sehr legitim und auch wirkungsvoll. Allerdings ist Sport da auch nicht schlecht. Also letztlich könnte man auch prinzipiell sagen, Sport jeglicher Art ist erstmal sinnvoll beim Thema Bluthochdruck, beziehungsweise um den Blutdruck auch präventiv zum Beispiel schon niedrig zu halten. Da ist jetzt neulich auch eine neue sogenannte Meta-Analyse, Netzwerk-Meta-Analyse herausgekommen, wo man einfach nochmal verschiedene Sportarten, verschiedene Trainingsinterventionen miteinander verglichen hat. Könnten wir jetzt im Detail durchgehen, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, kannst du selber lesen. Letztlich wäre mein Take aus dieser Analyse, dass man einfach Sport machen muss. Also irgendeine Form von Training, Sport, sei es jetzt Ausdauertraining mit Laufen, mit Fahrradfahren, Rudern, Schwimmen, was auch immer. Oder Krafttraining zum Beispiel ist auch in den letzten Jahren immer mehr deutlich geworden, dass das auch hilft, Blutdruck zu reduzieren. Eine Mannschaftssportart meinetwegen, eine Einzelsportart, irgendwie eine Duosportart, Tennis, Badminton, was auch immer. Also einfach irgendwas, was du mehrfach in der Woche machen kannst, hilft wahrscheinlich einmal Bluthochdruck vorzubeugen und bestehenden Bluthochdruck dann eben auch zu reduzieren. Das ist sehr, sehr wichtig im Kontext der Gesamtgesundheit einfach. Und eine weitere Übungskategorie, die ich jetzt noch nicht genannt habe, ist aber auch sehr effektiv und da gibt es immer mehr Studien zu und das ist das sogenannte isometrische Krafttraining. Und das ist in dieser Netzwerk-Meta-Analyse tatsächlich sogar als mit am effektivsten herausgestellt worden. Es gibt noch nicht ganz so viele Studien dazu, wie jetzt zum Beispiel zu Laufen oder Ausdauersportarten im Allgemeinen, aber es ist recht vielversprechend und deswegen zeige ich dir heute einfach mal die drei Übungen, die dort in der Studie rausgekommen sind, die da am effektivsten sein sollen. Und zwar brauchst du dafür einmal einen Ball, das ist am besten ein Ball, der nicht nachgibt, also kein Tennisball jetzt zum Beispiel, sondern eher so ein Faszienrollenball, der eben so ein bisschen Widerstand gibt. Dann brauchst du eine Wand und eine Matte. Die erste Übung sieht so aus, dass wir die Oberschenkel-Vorderseitenmuskeln isometrisch anspannen. Isometrisch heißt immer, ich spanne an, es kommt aber keine Bewegung zustande. Wenn ich zum Beispiel versuche, eine Wand wegzudrücken, dann ist die Wand wahrscheinlich immer stärker als ich und dann spanne ich natürlich meine Muskeln an, aber die Wand bewegt sich keinen Millimeter und der Boden natürlich auch nicht. Und so eine Übung könnten wir dann zum Beispiel für die Oberschenkel-Vorderseite machen. Dann versuchst du einfach mal, dich so ein bisschen hier in den Fersensitz reinzubegeben. Muss gar nicht komplett rein, sondern so halb reicht auch schon. Wenn du jetzt in einem Fitnessstudio zum Beispiel wärst, könntest du dir auch eine Kniestreckermaschine nehmen und dort einfach das höchste Gewicht einstellen, was du finden kannst, was du nicht bewegen kannst, wo du aber gegendrücken kannst. Wir müssen es jetzt hier so ein bisschen abwandeln. Du könntest nämlich jetzt einfach mal versuchen, deine Füße und dein Schienbein in den Boden zu drücken. Und dadurch wirst du dann die Oberschenkelvorderseite hier ordentlich anspannen. Das Ganze dann so stark, wie es geht. Und das Ganze tatsächlich für ungefähr 2 Minuten. Also 2 Minuten müsstest du das dann halten. Da fangen dann irgendwann auch die Oberschenkel an zu brennen. Aber letztlich ist es wirklich ganz simpel, ne? Du drückst hier mit dem Fuß runter, du spannst aber eigentlich deinen Oberschenkel vorne an. Also du versuchst quasi diese Bewegung zu machen. Du versuchst dein Bein hier zu strecken und das eben gegen den Boden für 2 Minuten. Dann machst du ungefähr 2 Minuten bis 4 Minuten Pause wäre so die Empfehlung und wiederholst das Ganze 4-mal. Und zwar, wie oft in der Woche und für wie lange, das verrate ich dir am Ende. Dann lassen wir einfach mal wieder locker. Waren jetzt vielleicht 2 Minuten, waren auch keine. Einfach nur zum Zeigen, dass du eine Vorstellung quasi hast. Die zweite Übung ist so, dass du deine Handgriffkraft benutzt, um hier einen Ball
zusammenzudrücken, beziehungsweise weil der Ball eben so stabil sein soll, dass er sich nicht zusammendrücken lässt, einfach maximal anspannen. Dann kannst du versuchen, so einen Faszienball zusammenzudrücken. Der bietet sich auch an, weil er weich ist. Das geht einfach dann, ist angenehmer, als wenn du jetzt einen Golfball oder einen Baseball nehmen würdest. Nimmst einfach so einen Faszienrollenball, der ist außen weich, innen hart, lässt sich also meistens wahrscheinlich nicht zusammendrücken. Und dann versuchst du hier diesen Ball mit so viel Kraft wie möglich, vielleicht nicht ganz Vollgas geben, sondern so ja, Hälfte deiner Kraft benutzen, drückst du diesen Ball dann quasi zusammen. Ja, das spannt deine Unterarme hier an, gibt vielleicht ein bisschen Unterarmmuskelkater am Anfang sogar. Und das dann auch wieder. Ne, 2 Minuten, 4 Durchgänge, 2 bis 4 Minuten Pause zwischen den Durchgängen. Eigentlich ganz simpel, wieso senkt das jetzt den Bluthochdruck? Weiß man noch nicht ganz so genau, funktioniert aber wohl. Ne, ich wird jetzt hier alles quasi angespannt und wenn du dann wieder locker lässt, irgendwann nach 2 Minuten, dann wird es halt wieder entspannt und vielleicht entspannt das dann entsprechend die Gefäße. Das ist die zweite Übung. Und die dritte ist auch eine Übung, die wir ganz gerne hier im Krafttraining in der Gruppe machen. Das ist das sogenannte Wandsitzen. Da würde ich jetzt sagen, ja, 2 Minuten ist schon echt knackig erstmal. Vor allem, wenn man irgendwie Knie- oder Hüftprobleme hätte, dann kannst du natürlich auch erstmal weniger machen oder du gehst nicht ganz so tief. Denn an sich stellen sich die Forscher das schon so vor, dass man dann ungefähr so bei 90 Grad hier quasi 2 Minuten sitzen kann. Und das 4 Durchgänge, ja, da hat man schon ordentlichen Muskelkater. Deswegen geht das vielleicht auch so, dass du ein bisschen höher gehst, also nicht ganz 90 Grad, und dafür dann aber die 2 Minuten eher voll machst zum Beispiel. Wenn du tiefer kommst und sagst, 2 Minuten, 90 Grad, gar kein Thema, schaffe ich 4-mal, mag ich auch, dann mach das so. Und ja, dann ist das jetzt quasi eine Übung, wo du ja mit deinen Oberschenkelmuskeln hier die Schwerkraft quasi überwindest. Du verhinderst, dass du nach unten runterfällst mit den Oberschenkelmuskeln. Und deswegen ist das auch eine isometrische Übung und hilft dementsprechend dann wahrscheinlich auch, deinen Blutdruck zu senken, wenn du schon etwas erhöhten Blutdruck hast. Ersetzt keine Medikamente oder ähnliches, sondern ist einfach ein Zusatzbenefit, um in den normalen oder niedrigeren Bereich quasi reinzukommen. Wie oft machen wir das Ganze jetzt? Wir machen das Ganze 3-mal pro Woche für 8 Wochen und dann könntest du ja einfach jetzt vor dem Trainingsprogramm und am Ende des Trainingsprogramms deinen Blutdruck mal nach 8 Wochen messen und kannst ja gucken, ist das runtergegangen. Letztlich war es das dann auch schon wieder. Wollt ihr einfach nur 3 kleine Übungen für den Blutdruck geben, weil es eben so ein riesiges Thema gesellschaftlich ist und die Auswirkungen auch so groß sind dafür, dass man von dieser Erkrankung erstmal gar nichts so richtig merkt, bis es eigentlich zu spät ist. Und selbst normalen Bluthochdruck, weiß ich nicht, 170, 140 zu 90 oder so, das merkt man auch nicht unbedingt, obwohl die Gefäße und viele Organe durchaus darunter auch schon leiden können. Also fang am besten schon früh an, wenn du noch keinen Blutdruck hast, keinen Bluthochdruck hast, auch dich mehr zu bewegen, Sport zu machen. Und wenn du Bluthochdruck hast, dann solltest du auch irgendeine Art von Sport 3-mal die Woche vielleicht machen. Irgendwas, was dir Spaß macht. Und vielleicht sind es ja jetzt diese 3 Übungen mit 4 Durchgängen, a 2 Minuten, mit 2 bis 4 Minuten Pause dazwischen, für 8 Wochen, 3-mal die Woche. Los geht's.